Heute gibt's Tipps für die weihnachtliche Dekoration. Hallo ihr Lieben! Dieses Video gehört übrigens zum Share the Love Adventskalender, den Sissy Meister in den Fashion ins Leben gerufen hat. In der Infobox findet ihr eine Playlist, denn jeden Tag öffnet sich ein neues Türchen auf irgendeinem Kanal Beauty Lifestyle Fashion auf YouTube. Deswegen schaut da jeden Tag vorbei. Vielleicht findet ihr ja neue YouTuber, die ihr lieben lernt oder die ihr schon längst liebt. In diesem Sinne, Link in der Infobox. Aber wer da mitmacht, wird nicht verraten, weil beim Adventskalenderchen muss man auch jeden Tag ein Türchen aufmachen. So, ich habe euch heute meine Dekoration für die Weihnachtszeit vorbereitet. Und ich würde sagen, nicht lange schnacken, los geht's. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Und sagt Hallo zu meinem allerersten künstlichen Tannenbaum. Ich finde allerdings, dass er gerade durch diese warmen LED-Lichter gar nicht mal so schlecht aussieht. Außerdem kommen ja auch noch Ornamente dran. Und ich glaube, meine Katze mag ihn auch. Oder, Tinky? Hinter dem Tannenbaum ist mein Sideboard, also da, wo mein Fernseher draufsteht. Und das habe ich auch dekoriert mit ganz, ganz vielen Kerzen. Und diesen Kerzengesteck, das hatte ich schon im letzten Jahr, das ist in diesen Erdtönen gehalten und ich habe es mit goldenen Akzenten, aber auch passend zu meinem Farbschema im Wohnzimmer, türkisen Elementen dekoriert. Und Streugut macht auch die Katzen froh. Auf meinem Regal habe ich ein paar goldene Glitzerakzente und Kerzen hingestellt. Diese liebe ich total, das ist nämlich Klein Bambi mit Papa Bambi. Ich glaube, sie fühlen sich sehr, sehr wohl neben dieser schönen Schneeflockenkerze. Die mag ich besonders gern. Diese goldenen Teelichthalter, die habe ich aus dem DM in Form eines Tannenbaums und Sterns. Und im Hintergrund wirkt diese kupferfarbene Schale, die ich einfach nur bestückt habe mit türkisenen Tannenbaumkugeln. Das sieht richtig schön aus. Die funkeln und glitzern und ich mag dieses Zusammenspiel der Farben. Hier noch mehr Kerzen in Sternenform und alles in diesen goldbraunen Erdfarben mit den türkisenen Akzenten. Hier mein Adventskranz vom letzten Jahr, wundert euch nicht. Ich kam nicht so oft dazu, den abzubrennen, aber ihr seht schon, für welche Farben mein Herz schlägt. Das Herz schlägt auch für den Käufer dieser Laterne, die ist nämlich sehr süß mit dem kleinen Rentier drauf. Igelfreund und Hasenfreund haben einen Platz auf dem Sofa und ich habe noch meine Fensterbank, meinen Erker mit Laternen und Lichtern dekoriert. Und ein Teigmännchen darf nie fehlen. Und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was ich vom Sofa aus sehe, genau das. Ein Ensemble aus Türkis, Gold und Braun. Im Flur habe ich es sehr dezent gehalten mit einem Ornamenteteller und einem kleinen Schneemann, denn Pink und Lila muss auch Raum finden. Wie auch im Schlafzimmer. Da hat sich nicht viel zu letztem Jahr geändert. Ich habe wirklich viele kleine Deko-Elemente, die Pink und Lila sind. Kerzen dürfen auf keinen Fall fehlen. Und wenn euch das interessiert, die Dekoration von letztem Jahr gibt es in der Infobox. Ich hoffe, das Video konnte euch ein paar neue Akzente für die Weihnachtszeit geben, beziehungsweise Inspiration. Und ich danke mich, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr jetzt auf mein Gesicht klickt, kommt ihr zum letzten Video. Und in der Infobox findet ihr nicht nur die Share the Love Adventskalender-Playlist, nein, auch meine eigene Weihnachtsplaylist. Klickt euch rein, ich würde mich freuen. Und wenn euch diese Kette gefällt, dann schaut doch mal bei mir im Online-Shop vorbei. Link findet ihr ebenso in der Infobox. In diesem Sinne, macht es gut. Au revoir.